Sport begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Es macht mir einfach unfassbar Spaß. Jetzt bin ich halt bei Fußball hängen geblieben. Ich habe vorher noch Leistungsturnen gemacht und Leichtathletik. Sport ist schon so meine Leidenschaft. Victoria Esibinuyo, 1,76 Meter groß, Position Abwehr. Und seit diesem Jahr Europameisterin mit der U17-Nationalmannschaft. Der bisher größte Erfolg in ihrem Leben. Bei der EM dabei zu sein, das war halt das Highlight von diesem Jahr. Und dann noch im Finale stehen und das Finale zu gewinnen. Und dann als Europameisterin heimzufliegen, wieder zurückzukommen und empfangen zu werden, das war schon gut. Dass sie einmal Fußball spielen wird, war für Victoria Esibinuyo nicht selbstverständlich. Denn anfangs war Leichtathletik ihre Leidenschaft. Mehrere Titel hat sie dort errungen. Zum Fußball kam sie über ihren jüngeren Bruder. Der kickte schon als kleiner Junge im Verein. Dann war ich am Wochenende immer mit dabei auf dem Sportplatz. Auch mit der Mama, die war auch immer dabei. Und habe halt immer in der freien Zeit mit einem Ball irgendwie rumgekickt. Und dann war halt die Frage, ja, gehe ich jetzt in den Verein, fange ich jetzt mal an? Und dann wollte ich das halt aber nicht bei den Jungs. Und dann hat mich Mama einfach mal genommen und gesagt, so, jetzt gehe ich ins Training. Und dann hat es mir richtig viel Spaß gemacht. Und seitdem spiele ich Fußball. Zu Hause vor dem Fernseher fieberte Victorias Familie beim EM-Finale mit. Also ich fand es relativ gut, dass sie das gewonnen hat. Und ich habe mich auch sehr für sie gefreut. Und das ist ja ein Zeichen, dass sie es noch schaffen kann und immer höher kommen kann. Fünfmal in der Woche heißt es antreten zum Training. Malte Herbers war ihr Trainer in der zweiten Mannschaft beim SC Freiburg. Er schätzt Victorias Stärken. Gerade letzte Saison in der U17 war sie athletisch das Maß aller Dinge in der ganzen Liga. Wahnsinnig starkes Kopfballspiel, wahrscheinlich die stärkste Kopfballspielerin auch in der Liga. Technisch gut, kann Sachen von außen, die wir reinbringen, gut und schnell umsetzen. Daher ist sie, denke ich, jetzt auch nicht umsonst hochgenommen worden in die erste Bundesligamannschaft. Kicken statt chillen. Wenn die Schule wieder losgeht, wird es besonders stressig für Victoria. Unter der Woche Training, am Wochenende Spiele, dazu Schule. Ihr Traum, vom Fußballspielen leben zu können. Doch bei den Frauen ist das nicht so einfach. Deswegen steht Studieren auf ihrem Plan. Also mir wird oft empfohlen, Lehrerin zu werden. Und am besten mit den Fächern Sport und Englisch. Passt eigentlich ganz gut, sind auch so meine Lieblingsfächer. Und ja, mal schauen, was kommt. Ob sie mal ganz oben im Profifußball landet, wird die Zukunft zeigen. Doch eins weiß Victoria Esibinuyo genau, Fußball wird immer zu ihrem Leben gehören.